Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir sind mittlerweile angelangt bei Episode Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. Und heute geht es weiter gegen Swansea. Viele haben gedacht, es ist die letzte Episode gewesen, weil Super Happy End und weil Folgenende und so weiter und so fort. Keine Sorge, es geht weiter. Ja? Wir sind ja gerade mal ein paar Monate in FIFA 15 drin, also es wird noch einiges kommen. Ihr solltet da überhaupt keine Sorge haben. So, wir haben Izet Hajrovic, der mal relativ interessant ist, aber unser Team ist jetzt sowieso momentan komplett. Deswegen ist es auch sinnlos. Ich wurde hier angeschreibt und mir wurde gesagt, ey Max, Mann, das kannst du doch nicht machen. Und was er damit meinte, zeige ich euch gleich. Und zwar bin ich ja momentan immer dabei, diese Jugendspieler hier freizulassen, quasi zu entlassen. Was einfach daran liegt, dass solche Spieler hier zwar interessant sind, 71 bis 87, 78 bis 86 und so weiter. Wenn da aber beispielsweise steht 69 bis 85, dann haben die so ein Durchschnittspotenzial von 75, weil man muss ja immer die Mitte davon nehmen. Ja, sie können höher gehen, sie können niedriger gehen. Und wenn sie niedriger gehen, sind die scheiße und deswegen brauche ich die nicht. Deswegen nehme ich lieber die mit dem krassen Potenzial, weil die ja auch, naja, gefördert werden müssen. Und der Unterschied ist auch ganz eindeutig, dass die dann auch in den Kader können, weil sie ja gute Ratings schon haben. Ich will ja mit Spielern spielen, beziehungsweise ich brauche ja Spieler, weil wir international auch spielen, die bereits ein gutes Rating haben und kann ich irgendwie 10 Stunden warten, was heißt 10 Stunden, ihr wisst, was ich meine, bis da mal ein Spieler mit einem anständigen Rating kommt. Dementsprechend benutze ich dann halt nur die Spieler, die beispielsweise jetzt, wie wir hier gleich sehen werden, ich zeige es euch nochmal, ein sehr hohes Potenzial jetzt schon haben. Sehr hohes Rating. Er hat schon 70 beinahe. Er hat jetzt noch nicht so viel, aber das wird noch im Sommer zumindest. Hoffe ich zumindest. Er hat schon 61 bis 67. Er ist erst 15. Das heißt, er ist im Sommer auch 16. Erst dann können wir ihn benutzen. Und normalerweise lasse ich die halt drin, bis die 17 sind, weil sie dann irgendwie so 73, 74, 75, 76 haben. Dann haben wir ihn noch. Der ist jetzt schon 16. Der ist jetzt schon auf 70 bis 77, 74. Der ist im Sommer dann nochmal höher. Und er ist auch schon immerhin bei 57 bis 73, also so bei 65 im Schnitt. Also das wird schon, ja, das ist keine Sorge. Ich weiß schon, was ich dabei tue, ja. Ich bin mit Wolfsburg in Karriere Nummer, Saison Nummer 5 oder so und da funktioniert das auch alles. Also keine Probleme. Gut, wir gehen in die nächste Partie mit unserem frisch gestiegenen Ben Yedder im Sturm und dabei wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Die heiße Phase der Saison für Newcastle United, genauso wie für Swansea City. Beide wollten hier im Liberty Stadium nach Möglichkeit Punkte holen. Newcastle natürlich vor allem um oben im Kampf um die internationalen Plätze weiterhin mitzumischen. Und das sollte sich schwierig gestalten, denn Swansea zwar 13., aber trotzdem mit einer sehr starken Mannschaft. Und gerade zu Hause immer eine schwere Partie gegen die Schwäne aus Wales. Ja, auf der anderen Seite Newcastle, die Magpies aus dem Nordosten Londons, nicht Londons, Englands, die waren momentan in so ein bisschen zwiegespaltener Form. Denn einer einerseits wunderbarer Fußball, andererseits dann wieder Spiele, wo man sich an den Kopf fasst und sich fragt, was ist mit dieser Mannschaft los? Wir schauen auf die Mannschaftsaufstellung und natürlich fangen wir dabei an mit Swansea, der Heimmannschaft, während wir hier den Kapitän von Newcastle sehen, Kevin Trapp. Dazu aber gleich mehr. Wie gesagt, erstmal die Aufstellung der Schwäne aus Wales. Da haben wir im Tor Ruddy, Mundy und Ahmad zusammen mit Fernandes und Taylor in der Verteidigung. Doppel-6 Britton und Key vorne, Dyer, Montero und Sigurdsson hinter der Sturmspitze. Michu, der heute als einzelne Spitze agieren sollte, der Spanier. Naja, der hatte schon einige Buden diese Saison gemacht und gegen Trapp sollte seine nächste erzielt werden. Auf der anderen Seite stand aber auch jemand, der sehr viele Buden schon erzielt hatte. Und zwar Wissam Ben Yedder in der Startelf. Trapp, Jan Madjanga, Mbiwa, Nastasic, ungewöhnliches Innenverteidiger-Duo, nachdem normalerweise Rüdiger und Laporte spielten. Haidara, Geis, Barker, Ben Arfa, Morrison, Kuma und Wissam Ben Yedder. Bisher hatte der gute Mann 21 Tore erzielt. Das heißt, der Saisonrekord war noch in greifbarer Nähe. In 3 Spielen mussten allerdings schon 5 Tore her, um das zu erreichen. Mal sehen, wie er heute startet. Sollte. Wir gehen in die erste Szene der Partie und da haben wir, einen seiner französischen Kollegen auf der rechten Außenbahn, Ben Arfa. Der geht da über die rechte Seite, als wäre es gar nichts gegen Key. Die Flanke mit dem schwachen Rechten findet Kuma, den nächsten Franzosen in der Offensivabteilung der Magpies. Der macht das da klug, die Flanke in den Rückraum. Da ist Ben Yedder, 1:0. 9. Spielminute, Saisontor Nummer 22 für den Franzosen. Er nähert sich dementsprechend an. Schöne Flanke von Ben Yedder, von Ben Arfa. Und dann macht das Kuma wunderbar und der Kopfball von Ben Yedder. Bei den ganzen französischen Namen, vor allem mit zwei Bens vorne drin, kann man schon mal durcheinander kommen, aber der Ben Yedder macht das da wunderbar und der Neuzugang von Toulouse von vor 2 Jahren, der ist einfach ein richtig guter Stürmer und das wissen auch seine Teamkollegen hier auf der Bank und die jubeln da vollkommen zurecht über die frühe Führung für die Magpies. Danach kam aber Swansea und die wollten hier im eigenen Stadion auch zeigen, dass sie nicht leicht zu schlagen sind. Sigurdsson mit dem klugen Ball auf Dyer und dann ist da Trapp mit dem guten Reflex, verhindert das 1:1 in der 13. Minute, aber weiter spielte jetzt Swansea, die Waliser wollten den Ausgleich, wunderbar gemacht
von Mandy und jetzt Key mit dem Außenrisspass. Was für eine Distanz. Sigurdsson mit dem Volley und Trapp ist wieder da und verhindert den Ausgleich nach 23 gespielten Minuten. Der Isländer mit der nächsten guten Szene und naja, Trapp zeichnete sich hier aus, auch ja nominiert für den Torhüter der Saison. Ob er das werden sollte nach seinen einigen Patzern, das ist halt die Frage. Nächste Szene, Dyer wieder auf Sigurdsson, der mit dem Ball auf Michu und was der macht ist klasse. Der sieht die Verteidiger aus, in der Mitte ist Sigurdsson und das ist das 1:1, 40. Spielminute. Da ist die Bude für den Isländer, hat lange genug gewartet, bis er hier dieses Tor erzielt. Drittes Saisontor für ihn, das war klasse gemacht von Michu, wie er sowohl Laporte als auch, nein nicht Laporte, Nastasic als auch den Innenverteidigerkollegen auf sich zieht und dementsprechend hier jetzt 1:1. Dann klasse Hakenpass von Morrison auf Ben Yedder, wieder Morrison im 16er mit links, aber knapp am Tor vorbei, dementsprechend bleibt es beim 1:1. Das war es dann auch fast von der ersten Halbzeit, aber eine Szene haben wir noch, ein Einwurf von Kummer und die direkte Flanke von Haidara und dann ist Kuddelmuddel im 16er und gerade so kann der Ball irgendwie zur Ecke geklärt werden. Diese Ecke, naja, zeigen wir auch nochmal, denn vielleicht wird daraus ja was, ja, denn Laporte wollte endlich sein erstes Tor köpfen für die Magpies. Die Flanke kommt allerdings in die Arme von Ruddy und dann war auch Halbzeit. Ende des ersten Durchgangs, 1:1. Weder für das eine noch für das andere Team so wirklich hilfreich, wenn man ganz ehrlich ist, denn die Magpies, die sollten hier schon gewinnen, um oben sich wirklich zumindest den kleinen Vorsprung zu ergattern vor den letzten beiden Spieltagen, denn die sollten gegen Stoke vor allem und dann mit dem Pokal dazwischen nochmal sehr schwierig werden. Zweite Halbzeit, wieder startete Swansea besser in diese, ja, Halbzeit mit Key. Der schießt gut und wieder ist es Trapp, der den Ball hier klasse hält. Gute Parade des deutschen Keepers. Viele Deutsche allgemein in der Mannschaft bei den Magpies. Allerdings ist das nicht schlimm, denn sie haben ja auch immer noch viele Franzosen. Ben Arfa kriegte den Ball von Ben Yedder, das war quasi ein Konter direkt danach. Geht in den 16er, geht in die Mitte und da ist Amad und das gibt den Elfmeter. 55. Spielminute und da wussten ja weder die Spieler von Swansea noch eventuell auch Ben Arfa so wirklich, wofür habe ich den eigentlich bekommen. Denn man muss ganz ehrlich sagen, guckt man sich die Wiederholung an, er hat schon den Ball gespielt. Klar trifft er auch Ben Arfa ganz eindeutig, aber diesen Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht. Aber trotzdem Chance für Ben Yedder, sein 23. Saisontor zu erzielen. Er steht momentan bei 22. Gegen Ruddy einen relativ unsicheren Elfmeter. Schützen, nicht schützen, Torwart. Er hält selten welche und auch diesen konnte er natürlich nicht halten. 2:1, 57. Minute. Die Newcastle-Ecke kann man sie fast schon nennen. Links, halb links, oben in die Mitte geschossen und dann steht es 2:1 für die Magpies. Und Newcastle, ja, die machten jetzt weiter vorne. Allerdings versucht auch Swansea nach vorne zu kommen. Wie das Ganze aussah, wollen wir nicht sehen, denn wir sehen erstmal die Einwechslung von Siem de Jong. Und de Jong brachte danach, nachdem eine kleine Phase von Angriffen von Swansea folgte, wieder Schwung in die Partie. Fehler hier in der Verteidigung und direkt der Hackenpass, wunderbar gemacht von de Jong auf Geis. Der Schuss geht noch am Tor vorbei, aber das zeigte, de Jong hat Bock auf Fußball spielen. Und auch in der nächsten Situation bewies er, dass der, naja, wirklich gute Aktionen bringen kann. Hier der Doppelpass mit Ben Yedder, genau im richtigen Moment der Pass vom Franzosen. Und da ist de Jong, frei vorm Tor von Ruddy, frei vorm Tor des Engländers. 3:1, 72. Spielminute, die Entscheidung im Liberty Stadium. Das 3:1 für die Magpies, die tun's natürlich vollkommen zurecht aus dem Häuschen. Es sieht momentan danach aus, als ob ja, Newcastle nächste Saison wieder international spielen würde. Und das wäre natürlich ein absoluter Traum. Man steht aus dem FA Cup-Finale, also eigentlich kann man ihnen das nicht mehr nehmen, außer Swansea macht jetzt noch 3 Tore. Sie versuchten das zwar, zumindest eins noch zu machen, aber Marvin Emnes scheitert hier einen guten reagierenden Trapp. Und das war die letzte Szene der Partie. Es blieb beim 3:1 verdienter Sieg für Newcastle. Und die können sich mit diesen 3 Punkten weiter oben absetzen und sind jetzt immer besser dabei im Kampf um die internationalen Ränge. Swansea, na, für die ist die Saison quasi beendet. Mittelfeldplatz für die Waliser. Eine bombastische Partie von Ben Yedder, richtig, richtig nice. Es war klar, dass mein Lieblingsspieler wieder gegen mich treffen muss, ja, also von Swansea Lieblingsspieler. Aber das hat im Endeffekt dann nichts gemacht, denn wir haben ja gewonnen. Das ist sehr, sehr schön und wir haben wieder mal gesehen, beziehungsweise das erste Mal habt ihr gesehen und ich habe es ja schon vorher ein bisschen gesehen, obwohl ihr habt es wahrscheinlich auch nicht gesehen, weil ihr nicht so wirklich die Situation gesehen habt. Aber wir haben einen Spieler, der sehr interessant für unseren Sturm wird, zumindest als Ersatzspieler. Ein wirklich sehr, sehr nicer und zwar der 90 Kurzpässe, what the fuck, und zwar der gute Mr. Reinholz, ja. Scheint nach einem sehr schönen Spieler auszusehen eigentlich, sehr bis gut bisher gespielt, dafür, dass er 16 ist, gefällt mir das ganz gut und als Ersatzstürmer kann der auf jeden Fall herhalten, ich meine, warum auch nicht, wir haben ja vorne dann wahrscheinlich Ibra und Ben Yedder und wenn er dazukommt, ist das alles wunderbar. Ben Yedder ist übrigens mit 23 Saisontoren, also richtig sick und wir sind jetzt, glaube ich, fast am Ende der Saison, Pressekonferenz, Stoke City verunsichern wir mal.
Leroy Fernautovic und Eldin Jakubovic sind abgeschlossen. Was sieht's? 79er Leistung bei Jakubovic. Okay, alles klar. Arnautovic hat eine 77. Nur ganz schön traurig eigentlich. So ein geiler. Ich mag den ja richtig gerne. Aber gut, er hat eine 79. Das ist interessant eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt schon so hoch ist. Aber naja, wirklich wichtig ist das jetzt auch nicht. Nathaniel Klein könnte interessant werden. Vertrag läuft aus. Von daher werden wir wohl nicht bekommen, weil die den Vertrag noch verlängern werden. Aber trotzdem an sich nicht schlecht. Und dann gehen wir ja mal weiter. Guck mal eben nach in der Tabelle. Ich glaube, das ist schon vorletzter Spieltag jetzt. Und wir sind auf Tabellenplatz 4, punktgleich mit Arsenal. Haben wir 4 Punkte Vorsprung vor Liverpool. Also wir sollten uns das internationale Geschäft nicht mehr nehmen lassen. Wir spielen jetzt gegen den Tabelle... Wo sind sie denn? Bin ich jetzt bescheuert? Stoke? 11. ne? Hab ich richtig geguckt. 10. Okay, alles klar. 10. Ja gut, wie sieht es mit unserer Mannschaft aus? Ist nicht hundertprozentig fit, aber Ben Yedder kann auf jeden Fall spielen. Niang kann auf rechts für Ben Arfa, Cabella auf links für Coman, der auch gut gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mein Innenverteidiger hat mir ganz gut gefallen, auch wenn wieder nicht hundertprozentig ideal, aber auf jeden Fall nicht schlecht. So, Anita kann auch wieder rein, theoretisch. Ja, für Geis machen wir das mal. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Laporte kommt auch wieder rein für Yanga Mbiva. Rüdiger kommt wieder rein. Wir rotieren wie immer schön durch und Geis geht raus, für ihn kommt Anita rein. Das ist alles wunderbar, mir gefällt das extrem gut. Haidara kann aber mal raus, für ihn kommt Santon, der ist zwar nicht fit, aber das ist egal. Janmar bleibt da, weil ich Götz loswerden will und wegekeln will. Ja, ich bin ein ganz schön böser Mensch, aber das ist egal. Wir gehen in die nächste Partie, ich wünsche euch aber viel Spaß und bis gleich. Vielleicht macht er jetzt endlich mal Laporte sein erstes Kopfballtor. Wäre ja ganz schön. Naja, wir werden sehen. Der vorletzte Spieltag der Premier League und Stoke City war zu Gast im St. James' Park bei Newcastle United und die Magpies, die mussten heute punkten, wenn sie sich wirklich sicher fühlen wollten in der Liga, denn momentan zwar auf Platz 4 angesiedelt, aber mit Liverpool, Everton, Cardiff und auch noch Arsenal im Nacken. Stoke, die waren vollkommen raus aus dieser Szene, zwar relativ gut abgesichert im Mittelfeld, aber trotzdem nicht involviert. Trotzdem konnten sie heute Newcastle einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Wenn das passieren sollte, müsste man am letzten Spieltag gewinnen, um wirklich sicher zu sein, denn sonst könnte man noch zurückfallen auf einen der Plätze, auf die man nicht unbedingt drauf wollte, denn die würden einen nicht für das internationale Geschäft ja qualifizieren. Auf der anderen Seite, ja, bei Stoke hatten wir, wie gesagt, einige Spieler, die ein bisschen im Mittelpunkt standen, beispielsweise Juff, der ja mit Wechselgerüchten um sich warf quasi. Er hatte angekündigt, eventuell den Verein im Sommer wechseln zu wollen, dann war es wieder nicht so und plötzlich kamen wieder Vereine aus Russland an und da wollte er dann plötzlich hin, bei Newcastle die gewohnte Elf, keine Überraschung in der, ja, Startaufstellung und bei Stoke auch nicht wirklich, wenn man ehrlich ist, denn die hatten so ein bisschen ihre Standardelf gefunden über die Saison. Begovic, Barnsley, Teixeira, dann Wilson, Muniesa, Sidwell und Sonzi, Bojan, Arnautovic, an dem ja Newcastle auch mal interessiert war, Ireland und eben Mamjouf in der Sturmspitze. Auf der Bank immerhin Defoe, also sie hätten mit Berahino auch noch Spieler, die ihren Topstar da vorne drin ersetzen konnten. Allerdings ist die Frage, ob sie das wirklich wollten und ob Juff überhaupt wechseln will, das wird sich wohl in der Sommertransferperiode rausstellen. Newcastle startete besser in die Partie, nach knapp 15 gespielten Minuten, hier die erste Chance, Niang mit der Flanke in die Mitte und da ist Ben Yedder mit dem Kopfball vollkommen frei, will sein 24. Saisontor machen, aber Begovic verhindert das, schöne Flanke in die Mitte, aber der Kopfball des Franzosen leider etwas zu schwach, trotzdem an sich ein schöner Versuch, danach war es auch mit der Herrlichkeit und Stoke versuchte hier wirklich richtig gut Fußball zu spielen, im ja, Auswärtsstadion Ireland hier mit dem Ball nach außen auf Bojan. Und was der jetzt macht, naja, da steht halt keiner bei ihm, ne? Dementsprechend kann er den Ball in die Mitte bringen und im Hintergrund, da steht nochmal Ireland und der legt ab auf Arnautovic, aber der Schuss geht über die Latte, kein großes Problem für Trapp, der da nicht eingreifen muss. Der Österreicher war aber in sich und versuchte es weiter. Zunächst einmal aber auf der anderen Seite hier Ben Yedder. Versucht sie durchzusetzen, schafft das nicht und dann ist da wieder Ireland mit dem Ball auf Mamjouf und der sieht Bojan Krkić. Und was der kann, naja, das sind Pässe spielen und laufen. Und im Abschluss ist auch nicht schlecht. Stellungsfehler hier von Santon hinten. Der ist nicht bei seinem Gegenspieler. Und der Ball ist im Tor. Klarer Fehler diesmal von Santon. Da hat niemand am Controller irgendwie Mist gebaut. Nein, es war alleine der Fehler von Davide Santon. Er geht hier einfach weg von Krkić. Der kann in die Lücke laufen und ohne Probleme das 1:0 erzielen. Auf der anderen Seite versuchte Newcastle aber direkt zurückzukommen. 7 De Jong mit der Flanke in die Mitte. Und da steht Ben Yedder. Der hat schon einen Kopfball fast reingemacht. Dieser ist drin. 1:1, 37.
Spielminute das 24. Saisontor des Franzosen. Begovic komplett chancenlos. Aber wie Ben Yedder, der eigentlich nicht besonders groß ist, dieses Kopfballduell gewinnen kann, das ist wohl ein Geheimnis, das nur er und die Abwehrspieler von Stoke lüften können. Schafft es da irgendwie, sich durchzusetzen, und dann steht es auch schon 1:1. Trotzdem versucht er es, ja, Stoke weiter. Hier der Ball von Juff auf seinen ehemaligen, ja, auch Bundesliga-Kollegen Arnautović, aber der verzieht wieder. Er versuchte, wie gesagt, viel, war emsig, aber auf der anderen Seite sah das besser aus mit De Jong hier mal aus 25 Metern. Zieht einfach mal ab, aber der Ball geht am Tor vorbei. War die letzte Szene in der ersten Halbzeit. Lieber 1:1. War gerechtfertigt, natürlich, aber suboptimal für beide, denn Newcastle braucht da einen Sieg. Zwei Unentschieden wären auch nicht schlecht, aber ein Sieg wäre definitiv besser, zumal man ja hier zu Hause spielte. Zweite Halbzeit dann aber ging absolut nicht gut los. Juff mit dem Ball auf Ireland und dann wird er alleine gelassen. Keiner ist wirklich bei ihm. Laporte versucht, den Fehler von Rüdiger auszubügeln, und es steht 2:1 für Stoke City. Der Ball ist im Tor und Sonzi mit seiner ersten Bude in dieser laufenden Saison, und das kurz vor Saisonende, und das könnte Newcastle das internationale Geschäft kosten. Was natürlich extrem bitter ist. Rüdiger rückt aus der Verteidigung raus. Laporte kann absolut nichts mehr machen. Versucht dann noch den Schritt dazwischen zu machen. Schafft es nicht mehr, und Nzonzi ist dann eiskalt vor Trapp. Es steht 2:1. Und direkt versucht Newcastle wieder zurückzukommen. Cabella geht in den 16er, macht das gut. Schießt den Ball gegen den Pfosten. Da ist Niang Begovic. Da ist Ben Yedder. Pfosten, das gibt es nicht. Dieser Ball muss ins Tor. Das muss das 2:2 sein. Aber sie versuchten es weiter. Sie gaben nicht so schnell auf. Der Ball erstmal geklärt. Aber Laporte bringt den Ball nochmal nach vorne. Da ist 7. De Jong mit dem Ball auf Cabella, auf Ben Yedder, der setzt sich gut durch gegen Teixeira, der Schuss aber viel zu schwach, und Begovic ist wieder danach die Situation irgendwann doch noch endgültig geklärt von eben diesem Teixeira. Es war wirklich ein Spiel gegen die Zeit für Newcastle, denn Stoke verteidigte das gut. Niang, der gibt hier nicht auf, der hat den Ball weiterhin, der Ball auf Anita, und da steht Cabella komplett frei. Cabella wieder mit links, aber auch der hat nicht unbedingt links als seinen starken Fuß gewählt, und dementsprechend bleibt es hier beim 1:2 aus Sicht von Newcastle. Die eine Minute Nachspielzeit, sehr ungewöhnlich für Premier League Verhältnisse, ging relativ schnell um, und dementsprechend ein verdienter im Endeffekt Sieg für Stoke City. Die hatten über die gesamte Spielzeit ja sehr, sehr klug agiert, sehr, sehr gut gespielt, und Newcastle einfach zu ineffektiv vorne und hinten mit zu groben Schnitzern. So wird das nichts mit dem internationalen Geschäft. Die müssen wirklich aufpassen, die Magpies. Eine total dämliche Niederlage, aber Liverpool hat immerhin verloren. Das ist gar nicht mal so schlecht. Trotzdem total dämlich, wie wir das verlieren konnten. Ich weiß es wirklich nicht. Und jetzt stehen wir im Finale gegen Liverpool. Und die haben gerade immerhin gegen City verloren, was gar nicht mal so scheiße ist für uns. Aber trotzdem, ganz ehrlich, das hat mich gerade richtig angepisst. Und zwar so, ach guck mal, der läuft aus, das ist natürlich mega geil. Aber den brauchen wir eigentlich nicht, weil er nicht passt ins System. Aber egal. Trotzdem, guckst du dir das gerade mega an. Die hatten 4 Schüsse aufs Tor insgesamt, wir 10. Vier Schüsse, wir 10. Die hatten 2 Schüsse aufs Tor, haben 2 Tore daraus gemacht. Ich hatte 6, ich habe 1 daraus gemacht. Einfach, weil der Ball nicht ins Tor wollte, habt ihr die eine Szene gesehen. Richtig, richtig bitter, aber kannst halt im Endeffekt nichts machen. Traurig, aber wahr. Jetzt geht's ins Pokalfinale und warum lobe ich die denn? Ich Vollidiot, egal. Ich glaube aber, weil Liverpool verloren hat, sind wir relativ clean in der Liga. Ich bin mir aber nicht sicher. Immer noch bin ich ja sein 24. Saisontor gemacht. Das heißt, wir sollten da relativ safe sein. Ob das denn wirklich so ist, weiß ich noch nicht so wirklich. Deswegen versuche ich gerade nachzuschauen, aber das wird wohl, glaube ich, nichts. Weil die mir einfach nicht die Liga anzeigen wollen, die Penner. Ist wahrscheinlich vorm Community Shield hier, ja. Everton kann uns noch gefährlich, aber wenn Arsenal gegen Everton spielt, dann sind wir durch. Wenn Arsenal gegen Everton gewinnen sollte, was ich aber nicht glaube. Gucken wir mal die Begegnung an. Nicht mehr FA Cup, sondern in der Barclays. Arsenal gegen QPR, Everton spielt noch gegen West Brom. Das wird kritisch. Das letzte Spiel ist eigentlich ein Must-Win-Game. Das Spiel jetzt aber auch, was als nächstes kommt. Aber das sehen wir erst, oh Gott, in der nächsten Episode. Ich mache schon mal die Startaufstellung dafür fertig. Das ist natürlich nicht so schön, dass Ben Yedder jetzt dafür nicht unbedingt fit ist. Und, oh nein, da muss Coman von Anfang an ran. Der hat das letzte Mal gut gemacht, aber im Pokal. Ist das nicht so schön. Janmatt lasse ich drin aus Prinzip, auch wenn er nicht mehr kann. Haben wir notfallsweise immer noch ein Götz auf der Bank jetzt. Smith, Barker, Stranzel, Gouffran, Geis. Vielleicht packe ich Gouffran wirklich mal auf die Bank. Oh Gott, Sippel ist auch tot. Wo ist denn Barker? Ist auch nicht ganz fit. Muss aber. Gouffran kommt auf die Bank für. Ja, für wen? Für Nastasic.
So werden wir dann reingehen. Ihr seht die Aufstellung. Nächste Episode geht's dann ins Pokalfinale. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Das muss gewonnen werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.